Aloha Wohnzimmerkapitäne, Aloha Seekräuter, willkommen zur Ausblickfolge, diesmal hier auf dem Seekrauts-Kanal. Wir sind bei der Gamescom, also wir sind nicht direkt dabei, sondern wir haben heute jede Menge Informationen von der Gamescom bekommen und die habe ich euch jetzt in diesem Video einmal kompakt zusammengefasst. Was wurde alles konkret vorgestellt, worüber wurde gesprochen, worüber können wir uns in der Zukunft freuen? Das erste seht ihr hier direkt im Bild, die Mainz T8 Premium-Kreuzer voraussichtlich. Und er ist nicht hier mit 203mm Kanonen ausgerüstet, sondern mit 12 150mm Kanonen ausgerüstet. Also nicht mal diese Standardkaliber 152mm, sondern sogar nur 150mm. Zumindest steht es so im Forum. Und ja, dazu kommen noch 4 Torpedowerfer, 2 links, 2 rechts. Es sieht mir so aus, als ob das 4 Rohre sind, die da dran sind. Wie weit die schwimmen, keinerlei Daten sind bekannt. Die Dicke des Armorbells, also die Dicke der Panzerung, 80 mm ist angegeben. Sie soll damit härter gepanzert sein als andere 152 mm Kreuzer auf T8. Ich sag mal, die Bayar ist vor kurzem rausgekommen. Sie soll relativ weit schießen können, relativ kurze Nachladezeit haben. Also eine Sache. Aber eben ein bisschen typisch deutsch, sage ich jetzt mal, ein bisschen besser gepanzert, ja, als andere Kreuzer auf dieser Tierstufe. Und das ist eigentlich, ja, das, was man zur Mainz aktuell sagen kann. Viel mehr ist nicht bekannt, weder wie viele Trefferpunkte noch irgendwas anderes. Aber es war nicht das einzige Schiff, das hier basierend auf der Admiral-Hipper-Klasse sozusagen gebaut wurde oder gebaut werden wird in World of Warships, sondern es geht weiter mit der Oden T8 Schlachtschiff. Und das ist basierend auf der Scharnhorst, kann man so sagen. Es war ursprünglich sogar mal vorgesehen, wohl 305 mm Kanonen statt 283 mm Kanonen auf der Scharnhorst, glaube ich, oder Scharnhorst-Klasse zu verbauen. Ich bin mir da geschichtlich nicht so sicher, also bitte verurteilt mich nicht, wenn ich jetzt hier ein bisschen was durcheinander bringe. Auf jeden Fall sollte das darauf gebaut werden, wurde tatsächlich nie gemacht, aufgrund von Verzug in dem Programm wohl. Und ja, 305 mm sollen hier jetzt aber ins Spiel kommen und werden halt jetzt auch hier programmiert. Auch das hat real nie existiert. War eine Antwort wohl auf die französischen Bauten Dunkirk und Co. Und damit sollten die ja so ein bisschen zurückgetrieben werden. Kurze Nachladezeit ist hier das ganz Besondere, was so genannt wird zumindest. Ja, aber keine so hohe Schlagkraft eben wie Schlachtschiffe auf der T8-Stufe wie jetzt Bismarck, also mit den einzelnen Schüssen. Mal gucken, wie genau die dann schießen werden. Das müssen wir dann auch immer noch im Kopf behalten. Sie soll besser sein als andere Schiffe, aber nicht so gut wie zum Beispiel die Bismarck oder die Tirpitz auf T8, ne, von der Panzerung her. Heißt also quasi am Ende so eine Art T7-Rumpf irgendwo dazwischen angesiedelt, wahrscheinlich zwischen T8, T7. Ja, das kann man ihnen sagen. Er wird wahrscheinlich ein typischer Kreuzerjäger werden. Also ein richtiger, ich sage jetzt eher mal ein Schlachtkreuzer, so wie die Scharnhorst ja eigentlich auch ist, kein richtiges Schlachtschiff. Ja, das ist das, was man zu deutschen Schiffen aktuell sagen kann. Wir gehen gleich noch auf weitere deutsche Schiffe ein, die dann aber nicht auf der Wasseroberfläche sind, sondern eher darunter. Da gab es für mich heute auch nochmal eine ganze Menge neue Informationen, auch auf als Artikel auf der World of Warships Seite. Dann gucken wir weiter. Es wird nämlich einen deutschen legendären oder heroischen Kapitän geben. Wir haben lange darauf gewartet, dass wir den endlich haben wollen, nachdem der Ami welche hat, nachdem der Japaner welche hat, jetzt ja auch seit jüngsten der Franzose und der Russe hat es auch einen bekommen. Jetzt wird der Deutsche langsam mal ins Spiel gebracht. Allerdings wissen wir jetzt nur den Namen, wir wissen, wie das Profilbild aussieht. Mehr wissen wir wirklich nicht. Es gibt keinerlei Informationen, welche vorteilhaften Fähigkeiten dieser Kapitän haben soll. Aber wir können uns auf jeden Fall darauf freuen, dass endlich so ein besonderer Kapitän ins Spiel kommt. Und ich denke mal, viele unter euch werden sich Mühe geben und den erspielen. Oder, ja, keine Ahnung, ich vermute, er wird erspielbar sein, so wie die anderen Kapitäne eben auch. Wer weiß, vielleicht gibt es da natürlich auch wieder irgendwelche neuen Aktionen. Naja, dann geht's weiter mit ja, dem damaligen Verbündeten, mit Luigi Sansonetti, ein italienischer legendärer Kapitän. Auch da sind die Fähigkeiten nicht bekannt. Ja, sieht natürlich besonders aus. Auch alles bekannte Namen wohl, die tatsächlich gedient haben. Genauso wie hier Günther Lütjens. Ist ja auch sehr bekannt als Kapitänsname. Naja, das sind die Sachen, die man jetzt auf jeden Fall schon mal mitnehmen kann. Sehen auf jeden Fall schon mal impressive aus. Man kann sie also auf die Zukunft freuen. Wir blicken ja hier immer voraus, darum ja auch Ausblick. Also, das wird schon mal spannend. Des Weiteren wurde natürlich wieder ein besonderes Halloween-Event angekündigt.
wahrscheinlich ähnlich der Geschichte, dass man das wie im letzten Jahr, dass man im PvP spielen kann. Ne? Also so der Bereich, der immer enger wird und so weiter. Möglicherweise geht es in diese Richtung. Es werden neue Mechaniken getestet werden, die dann möglicherweise in Zukunft eher auf dem World of Warships Server im Live-Server im normalen Spielen integriert werden könnten. Ja, auch da immer auf diese Zeichen achten. Work in Progress ist alles, was wir hier zeigen. Aber hier gibt es halt ein cooles Yamato-Modell. Es wird auch die Montana geben und andere Schiffe. Aber ich habe hier euch jetzt erstmal ein Yamato-Foto rausgesucht. Wir können uns also auch darauf freuen, aber dazu gibt es auch keine großen Details, was jetzt hier dann konkret für Operationen getestet werden würden oder welche wir dann in Halloween da spielen dürfen mit irgendwelchen besonderen Aufgaben. Und dann kommen wir zu dem nächsten Hauptthema in World of Warships. Ihr habt es die letzten Tage ja schon mitbekommen und wir haben euch ja auch ein separates Video dazu gemacht, und zwar zu den U-Booten. Und da gibt es jetzt ein paar mehr Sachen zu. Ich habe zum Beispiel schon mal ein paar Bilder und ich möchte euch ein bisschen auch diese Spielmechanik der U-Boote näher bringen. Das hier ist jetzt ein Bild von der U4501. Das wird ein deutsches Premium-Schiff auf T10 werden. Aber wir gehen mal der Reihe nach durch. Ich reduziere das hier mal und rufe hier den Artikel auf für die U-Boote. Findet ihr alles, wie gesagt, auch auf der World of Warships Seite. Und hier wird natürlich nochmal ein bisschen was erzählt zu PvP und wie die U-Boote in das Spiel kommen könnten und so weiter und so fort. Und dann werden hier die Testpläne beschrieben, so wie ich es euch schon gesagt habe. Es wird erst in einem geschlossenen Test vorbereitet, dann wird es, also auf einem ganz anderen Server, dann wird es nachher die Einladung geben an einzelne Spieler oder an mehrere Spieler in verschiedenen Testzyklen teilzunehmen, die Boote fit zu machen. Dann werden sie in den Live-Server integriert, allerdings nur in einem speziellen Gefechtsmodus, um sie dann ja wirklich PvP-tauglich zu machen. Zumindest ist das das Ziel dabei. Und dann sollen sie später möglicherweise auch in Zufallsgefechte integriert werden. Es gibt da sogar Gameplay-Trailer von World of Warships inzwischen zu, wie U-Boote bekämpft werden können und so eine ganzen Geschichten. Wenn ich die Trailer finde, dann packe ich es euch unten in die Beschreibung rein, sodass ihr euch die direkt angucken könnt und am Ende dieses Videos einfach nicht groß rumsuchen müsst. Alles, was ich zu den U-Booten finde, packe ich euch einfach unten dazu. Ja, also hier steht dann auch, die dritte Phase wird mehrere Monate dauern, also kann man davon ausgehen, das ist das nächste Jahr. Um es jetzt mal an den CV-Rework anzulehnen. Nein, also sie haben gesagt, dass sie aus den Fehlern beim CV-Rework gelernt haben wollen, halt jetzt nicht einfach die in Zufallsgefechte reinwerfen, sondern halt separate Gefechtsmodis anbieten werden und sehr doll auf euch hören möchten vor allen Dingen. Und da freue ich mich schon drauf, wenn dem so tatsächlich ist. Jetzt gucken wir uns hier die einzelnen Fotos an, die hier jetzt verfügbar sind. Ich scroll mal mit dem Balken ganz nach links, bevor wir zu den ganzen Schiffen kommen. T10 U-Boot der Amerikaner, die Balao. Geschichtlich bin ich da jetzt nicht groß vorbereitet. Es geht ja jetzt erst hauptsächlich mal um die neuen Sachen, die jetzt hier ins Spiel kommen könnten. Das hier ist dann der T8 Typ 190 Hochsee-U-Boot, also eine Weiterentwicklung des Typ 7C, der ja als T6-Boot hier ins Spiel kommen soll. Ne? Work in Progress steht ja überall dick dahinter. Also von daher, die Sachen, die wurden nämlich zum Beispiel noch gar nicht erwähnt auf der Gamescom, wenn ihr den Livestream geguckt habt. Ja, russische U-Boote. Davon wurde gar nichts gesagt. Es wurde nur von amerikanischen und deutschen U-Booten gesprochen. Aber hier sind halt auch russische dabei. Ja, hier ist der T10. Wie nennt man das? Tauchboot, U-Boot, Unterseeboot, wie auch immer. Der T10-Typ. Dann haben wir hier die Gato. Das wird ein Premium-U-Boot werden. Seht ihr hier unten an der gelben Variante, dass das gelb hinterlegt ist. Dann gibt es natürlich auch bei den Russen, bei der UdSSR, ein Premium-U-Boot S-189. Ist hier zu sehen. Hier ist dann das bekannte Boot, was auch aus dem Film stammt, das Boot. Der Typ wurde auch da gefahren mit der U-96. Ja, lustig, hier ist eben die U69. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall historisch nachempfunden als T6-Schiff. Die U-Boote werden nur auf geraden Stufen kommen, also ähnlich wie bei den Flugzeugträgern. T6, T8 und T10 sollen erstmal verfügbar sein. Ob da irgendwann nochmal T4 folgt oder so eine Sachen, werden wir dann sehen als Lern-U-Boot oder keine Ahnung was. Aber so ist es angekündigt oder geschrieben. T8, die Salomon der USA. Sind alle irgendwie schon mal aufgetaucht, die ganzen Schiffe, in verschiedenen anderen U-Boot-Spielen. Hier haben wir dann den japanischen Premium-Pendant bei den U-Booten.
welche Tierstufe, steht hier überhaupt nicht dabei. Ne? Das ist bei allen Premium-U-Booten so. Ob das dann T10 wird, das wird man dann sehen. Ja. Außer bei dem Deutschen. Da stand, glaube ich, das dabei, bei dieser U4501 oder was das war. Hier haben wir den T6, die T6-Variante des U-Boots der Amerikaner. Die Chachalo. Und hier haben wir die T10-Forschungsbaum-Variante, U2501, dieses erste Boot, was dann auch stromlinienförmig war, also ich glaube Typ 21 oder was das damals war, was dann unter Wasser teilweise sogar schneller fuhr als über Wasser und all so eine Sachen. Das ist schon mal sehr, sehr faszinierend. Und ich glaube, jetzt kommen wir hier zur U4501. Das ist dann die Premium-Variante. Nochmal eine Fortentwicklung gegenüber dem hier. So sieht es mir so ein bisschen aus. Hier haben wir nämlich keine Ausstoßbereiche, wo die Luft eben entweichen kann und wo das Wasser dann reinläuft als Ballast. Ja, hier ist es anders. Also, naja. Also das sind die U-Boote, die jetzt dann ins Spiel kommen können. Erstankömmlinge werden deutsche und amerikanische U-Boote sein. Alles andere sind dann sozusagen Designstudien oder mögliche Sachen. Hauptfeature wird natürlich das Auf- und Abtauchen bei den U-Booten sein. Das funktioniert über F und C. Zumindest schlagen sie es hier so vor. Es wird verschiedene Stufen geben. Aufgetaucht, Periskoptiefe, abgetaucht. Und wahrscheinlich könnt ihr in dem abgetauchten Modus dann, das ist nur so meine Vermutung, wer das Halloween-Event kennt, in verschiedene Stufen abtauchen, also verschiedene Tiefen sozusagen. Ne? Interessant ist, dass an der Oberfläche also durch Sichtkontakt, durch Hydroakustik und durch Radar aufgedeckt werden könnt. Ja, ihr könnt da eure Torpedos abfeuern und ihr könnt euren Sauerstoffvorrat aufnehmen. Dann gibt es diese U-Boote auf Periskoptiefe. Da verliert ihr Sauerstoff in der Regel. Da gibt ja da Verbrauchsmaterialien für nachher. Da gehe ich gleich drauf ein. Ihr seid 50% schwerer zu entdecken. Also eure Erkennbarkeit geht um 50% zurück. Ihr könnt in dieser Tiefe nur durch Hydroakustik entdeckt werden. Oder in der üblichen Weise von Flugzeugen. Oder auf übliche Weise von Schiffen oder Flugzeugen entdeckt werden. Ja, Radar wirkt zum Beispiel hier wohl nicht mehr. Ne? Torpedos können abgesetzt werden und Sonar kann benutzt werden. Auf dieser Tiefe wird Sauerstoff verbraucht. Sonar, da gehen wir gleich nochmal drauf ein, ist jetzt die neue Möglichkeit, um Torpedos genauer ins Ziel zu bringen. So habe ich es zumindest verstanden. Wie genau das nachher kommt, ist ja alles super Work in Progress hier, weil ich euch erzähle. Das kann sich also auch nochmal ändern. Unter Wasser ist es ganz anders. Da verbraucht ihr natürlich auch Sauerstoff. Ihr könnt keine Torpedos abfeuern und ihr könnt durch Feinde nicht entdeckt werden, auch nicht durch Hydroakustik, so verstehe ich das, sondern ihr könnt nur dadurch entdeckt werden, dass andere U-Boote in dem Umkreis von 2 Kilometer, also der gesicherten Erkennung, eindringen und ihr könnt unter Wasser wohl kollidieren. So denke ich mir das dann einfach mal. Und ja, es wird eben eine ganz andere Art der Navigation sein. Ihr werdet wohl nicht die Umgebung so gut erkennen können. Unter Wasser wird nämlich das Hydrofon benutzt. Das sieht dann so aus. Und ihr seht dann in dem Radarbildschirm, wo die nächsten Gegner sind. Ja, hier ist einer ganz, ganz nah dran, in dem mittleren Range-Bereich. Und hinter dem U-Boot ist da ein Schiff und da ein Schiff. So verstehe ich das. Und da ist wohl auch eins, so verstehe ich das. Ja, auf jeden Fall werdet ihr euch so orientieren dürfen, wenn ihr unter Wasser seid. Und so wird der Außeneffekt sein, wenn ihr mit dem Schiff unterwegs seid. Seht ihr einfach, wie diese Hydroakustik dann sich durch die Umgebung bewegt. Wird sicherlich auch dafür sorgen, dass es einfacher ist, die Unterwasserkarten zu designen. In der Praxis. Ja, es muss halt nicht mehr überall eine Alge hingesetzt werden. Wahrscheinlich, denke ich mir jetzt einfach mal so. Sondern es kann auch so schemenhaft passieren, wenn das tatsächlich so, naja, final wird es nicht sein, aber es wird eben, ja, die Arbeit für die Designer auch ein bisschen erleichtern, denke ich mir zumindest. Ja, vor allem bei so vielen Karten, die da verändert werden müssten, ist das ja nur sinnvoll. Es sieht natürlich auch geil aus, wenn man unter Wasser unterwegs ist und sich dann halt nur durch so eine hydroakustische Sache da fortbewegt. Hydrofon. Ich finde das eigentlich eine interessante Variante. Hier sieht man dann, wie das mit der Bewaffnung laufen soll. Also man feuert ein Torpedo, dann gibt es einen hydroakustischen Impuls, den man selber abfeuern kann, also benutzen kann. Und dann wird der Torpedo in einem gewissen Bereich, also nicht, dass er eine 90-Grad-Kurve und zurückschwimmt und so weiter und so fort, sondern man hat ursprünglich dahin geschossen, also man pinkt einmal, man zielt in der Mitte an, man pinkt einmal links und dann würde halt der Torpedo dementsprechend einbiegen.
zumindest ein Stück weit, ja. Jetzt soll eben nicht überdramatisch benutzt werden können. Und wenn man ein zweites Mal dann den vorderen Bereich anpingt, ja, dann wird die Zuverlässigkeit des Treffers an Bord ziemlich stark zunehmen. Ne? Also dann soll der Torpedo auch wohl tiefer abtauchen, unter dem Schiff explodieren können und es soll dann möglich sein, wenn man richtig trifft, sogar zumindest in dem Work in Progress, was man sieht, eine Zitadelle mit einem Torpedo zu machen, also Alpha-Damage, 100% Schaden mit einem Torpedo zu verursachen. Das wird sicherlich interessant und mal gucken, wie schwer diese Torpedos dann tatsächlich werden, also wie viel Schaden sie dann einrichten, ja, und ob sie dann eine Art Tiefwasser-Torpedo-Wert haben, also wenn sie da 25.000 Damage machen und hat in die Zitadelle auf T8, T9, T10, egal wie viel Trefferpunkte, dann braucht man 4 Torpedos und dann ist man tot, so ungefähr. Ja, wird sicherlich interessant werden. Allerdings hat das alles auch ein Kontra, denn wenn man diesen akustischen Impuls auslöst, wird man auf der ganzen Karte für alle Schiffe sichtbar. Zumindest ist das jetzt erstmal die Aussage. Das ist ja dann das Kontra bei der ganzen Geschichte. Man löst ja nicht nur einmal aus, sondern man löst ja sogar zweimal aus, um den Torpedo sicher ins Ziel zu bringen. Alles andere ist halt Pokern. Ja, wenn da Schiffe rumstehen, dann braucht man diesen akustischen Impuls nicht. Wenn die Schiffe dann losfahren, dann braucht man ihn wahrscheinlich. Also, das wird eine sehr, sehr spannende und strategische Geschichte. Auch interessant, und dazu gibt es jetzt noch nicht sehr viel Informationen, wie lange die Torpedos brauchen, um nachzuladen, ob es verschiedene Torpedotypen geben wird, Aufschlag und Magnet oder irgendwelche Sachen, ob es da dann verschiedene Varianten gibt. Also bitte bewertet die ganze Geschichte hier nicht zu doll über mit diesem Lenken von Torpedos und so weiter. Wir müssen sehen, wie das nachher in der Praxis ja tatsächlich umgesetzt werden kann. Da wäre ja schlimm, wenn jeder Torpedo zu 100% trifft, nur wenn man ein bisschen durch die Gegend pinkt, dann taucht man ganz weit ab, ja, und dann ist man erstmal aus der Reichweite für die Gegner oder so eine Sachen. Ja, wird man dann sehen. Na, hier geht es nochmal um das Verbrauchsmaterial, was man sich in Zukunft auf den U-Booten vorstellen kann. Maximaltiefe ist eben, lässt euer U-Boot tiefer tauchen und ist dann halt auch zur Vermeidung von Wasserbomben geeignet. Schnorchel erhöht die Zeit der Angriffe auf Periskoptiefe. Ja, ihr nehmt halt Sauerstoff auf, anstatt ihn zu verbrauchen über den Schnorchel. Dann gibt es noch eine Sauerstoffregenerierung. Die Zeit des U-Boots unter Wasser wird verlängert und es gibt ein verbessert aktives Sonar. Die Effektivität des Sonarpings wird erhöht, also ihr zieht dann genauer sozusagen den Torpedo ein. Ja, hier gibt es nochmal einzelne Fotos, wie das dann so unter Wasser aussehen kann. Ihr seht dann links nochmal diesen Bereich mit dem Hydrofon, ja, wo man immer die Gegner in der Nähe sehen kann. Hier ist das, ja, das sieht fast ein bisschen, fast ein Ticken zu künstlich aus, wie ich finde. Zumindest auf diesem Foto hier mit dieser Unterwassermaske. Kommt jetzt die Atmosphäre, hätte ich mir einen Ticken anders vorgestellt. Aber ja, mal schauen. Ist ja super Work in Progress. Hier sieht man dann ein U-Boot in Hamburg, im Hafen. Und hier gibt es ein russisches U-Boot. Da ist ein amerikanisches, natürlich immer in den traditionellen Häfen. Da wird ein Torpedo abgefeuert, aufgetaucht. Interessant. Und da laufen die Torpedos drauf zu. Ja, aufgetaucht ist man relativ weit sichtbar. Wie weit die Daten sein oder wie weit man dann entdeckbar ist, weiß man hier nicht. Ich klicke jetzt hier mal so ein bisschen durch. Die Fotos könnt ihr euch ja dann auch auf der Homepage dann intensiv angucken, hier unter Beschuss stehen. Ihr habt auch gesehen, die Trefferpunkte waren relativ gering, die da eingeblendet waren. Das waren 8.300, ja, für ein Typ 6 Boot. Ne? Also das ist schon relativ wenig. Und hier wird nochmal ein bisschen beschrieben, wie die U-Boote abzufangen sein sollen. Es soll nämlich kein manuelles Werfen der Wasserbomben geben, ne? Sondern man wird halt entdeckt, dann wird es so, dann wird man versuchen abzutauchen, aber es wird eine Art Spur hinterlassen, ja, für eine gewisse Zeit, so verstehe ich das. Und der Zerstörer muss einfach immer nur diese markierten Bereiche erreichen. Und wenn er das 2-3 Mal geschafft hat, dann wirft der Zerstörer nachher automatisch Wasserbomben ab über diesem Boot, ja. Also damit muss man sich als Zerstörer da nicht mehr intensiv beschäftigen. Es soll angeblich zumindest die Arbeitslast von den Zerstörerfahrern so ein bisschen runternehmen und ja, die Möglichkeit trotzdem geben, dass ein Zerstörer eben gegen andere Zerstörer agiert und Torpedos auf andere Schlachtschiffe wirft und so weiter und so fort. Ich bin mal gespannt, wie das einfach dann in der Praxis umzusetzen ist. Hier steht, dass ein U-Boot halt im Umkreis von 4 bis 5 Kilometern von einem Zerstörer entdeckt wird, dann gibt es eben diese Tracer. Ne? Man bekommt so kleine Zonen auf dem Wasser eingezeichnet und dann
muss man nur in diese Zonen fahren und dann bekommt man eine nächste Zone und wenn man dann da angekommen ist, dann werden die Wasserbomben automatisch ausgelöst über eine längere Zeit, sodass man wirklich schön über diesem U-Boot seine ganze Ladung abwerfen kann. So ist das auch in diesem Gameplay-Video zu sehen. Ich hoffe, ich finde das nochmal, dann verlinke ich euch da direkt halt unten rein. Und hier sehen wir jetzt nochmal die letzten Bilder, bevor ich dann zu meinen Schlussworten komme sozusagen. Hier ist wohl der Kreis zu sehen, wo man dann reinfahren muss, final. Der ist dann so rot gekennzeichnet und da drinnen würden dann die Wasserbomben abgeworfen werden. Die ersten Kreise sind wohl in weiß dargestellt und der letzte in rot. So konnte man das in diesem Gameplay-Trailer schon wahrnehmen. Hier sieht man dann, wie die Bomben so von Bord werfen. Ich finde den Effekt jetzt noch nicht so super schön, muss ich sagen. Ich hoffe, dass der noch ein bisschen cooler wird. Irgendwie, keine Ahnung, nimmt mich jetzt noch nicht so richtig dolle mit den Wasserbomben, ganz ehrlich gesprochen. Ja. Okay, die tauchen dann so ein bisschen ein und hier sieht man dann wohl die Explosionen oder sind das weitere eintauchende Bomben, sowas in der Art. Ich bin schon mal gespannt, ich meine, das wird natürlich ein besonderes Gefechtserlebnis werden. Jetzt stellt man sich vor, da fährt so ein Zerstörer links und rechts an einem vorbei, schießt nebenbei auf den Zerstörer und hat nebenbei diese Felder erreicht, ja, wo wahrscheinlich ein U-Boot unter einem rumschwimmt. Macht einen natürlich auch nervös, aber nebenbei wirft er eben diese Bomben ab und man ist da mitten im Battle und plötzlich kriegt man mit, wie diese Wasserbomben da explodieren und all so eine Sachen. Also, ich glaube, für Atmosphäre kann das echt alles schon sorgen. Wenn ihr noch detailliertere Informationen haben wollt, zusätzlich zu meinen, die ich euch schon geben konnte, dann würde ich euch empfehlen, diese Seite hier einfach zu lesen, nochmal ganz genau durchzulesen. Aber ja, es ist sowieso alles Work in Progress. Die Sache wird sicherlich noch ein bisschen verändert werden, die Mechaniken dahinter werden noch ein bisschen angepasst werden. Da kann man sich in der Regel bei World of Warships drauf verlassen, dass eine Sache nicht so kommt, wie im ersten Moment alles angekündigt wird, sondern halt noch ein paar Sachen ausgetestet werden. Und ihr seid ja dann auch aufgerufen, euren Anteil an diesem Test hier zu bringen. Ja, sonst, ich freue mich auf die Zukunft in World of Warships, kann ich ganz persönlich und offen und ehrlich so sagen. Die coolen Schiffe kommen, also die deutschen Schiffe vor allen Dingen, zwei neue. Mal gucken, wie die dann final sind. Ich weiß, es gibt ja immer wieder auch diese Rufe, ja, ein deutsches Schiff kann niemals gut sein in World of Warships, wie auch immer. Es ist halt ein Allround-Schiff, ne? Keine speziellen Fähigkeiten, so ganz besondere zumindest. Der Kapitän, der auf den wir lange gewartet haben, wird kommen. Ein Italiener kommt auch, das sind so Sachen. Das lässt mich einfach positiv gespannt in die Zukunft gucken. Auch die U-Boote interessieren mich natürlich. Und wenn sie dann irgendwie streambar sind und zeigbar sind, werdet ihr die natürlich auch bei uns in den Livestreams und in unseren Videos sehen. Jetzt hoffe ich, ihr hattet eine Menge Spaß mit dem Video. Wenn es so ist, Daumen nach oben, Abo dalassen, wenn ihr uns nicht abonniert habt. Empfehlt uns gerne weiter, würde mich super freuen. Und ich wäre super dankbar dafür. Wir sagen Tschüss. Ja, und wir sehen uns dann im nächsten Video, im nächsten Livestream. Spätestens Samstag beim Giveaway und immer schön aufpassen, die Buchstaben aufsammeln. In diesem Video gibt es aber keine Buchstaben, weil das ist hier spontan entstanden. Ich wusste natürlich nicht, dass in der Gamescom so viele Sachen neu vorgestellt werden. In dem Sinne, haut rein, macht's gut. Ciao, ciao.